Ja, hallo Taschenlampenfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren VTorch Video. Jetzt schauen wir ein richtig kleines Kraftpaket an, nämlich die neue VTorch P26R. Ja, hier schön auf der Schachtel hat man gleich mal die wichtigsten Daten. 3600 Lumen macht der Zwerg, hat eine Cree XHP70, ist via USB aufladbar und hat sogar eine Powerbank-Funktion. Hier noch weitere Infos oder hier noch die weiteren technischen Daten, sonst einfach mal kurz auf Stopp machen. Okay, kleiner Brummer zu den Abmessungen. Wir haben 37 mm Kopf, 32 mm Body und für so eine starke Lampe bis ganz hinten raus nur mal eine Gesamtlänge von 132 mm, also ganz knapp über 13 cm, das ist wirklich nicht viel. Die kann sie noch prima in jede Jackentasche stecken oder halt sonst in den Rucksack. Gut, vor die Hosentasche sind die Brummer nichts mehr, aber dunkle Jahreszeit, da hast du sowieso eine Jacke an. Also ein prima Begleiter für die Jackentasche. Hier hinten am Kopf sehen wir schon, die ist dann auch schön tailsendfähig und hast genug Möglichkeiten, das mitgelieferte Lanyard zu befestigen. Mit dabei ist dann nochmal ein Dichtungsgummi, ein Micro-USB-Kabel und der OTG-Adapter. Den schauen wir uns vielleicht gleich an, denn damit kann man diese starke 26650er Akku anzapfen und damit was anderes zu laden. Man muss dann halt wirklich dabei haben, wenn man braucht. Kann man dann hier reinstecken und dann hast du hier einen USB-Ausgang, an den du dann wiederum das normale Ladekabel stecken kannst und kannst dann mit dem kleinen USB-Kabel zum Beispiel ja die andere Taschenlampe laden. Nicht sinnvoll, aber im Notfall, nimm mal an, du hast halt wirklich Smartphone ist alle und du musst einen wichtigen Anruf tätigen und du sagst, okay, wenn ich auf schwachem Modus die Lampe betreibe, reicht die noch die ganze Nacht auf dem Zeltplatz, Campingplatz, wie auch immer, oder im Wald, aber ich kann mal geschwind für 30 Minuten vielleicht mein Smartphone dranhängen und habe so viel Strom, dass ich vielleicht einen wichtigen Anruf tätigen kann. Ja, die Funktion ist drin. Warum nicht im Notfall nutzen? Bringt natürlich nur was, wenn du natürlich dann auch dieses Kabel und diesen OTG-Adapter dabei hast. Also das haben wir gleich schon mal abgefespert. Die Funktion Powerbank. Dann kommen wir gerade mal zum Strom. Was für Power haben wir denn da? Auch diese Lampe wird wieder mit Akku geliefert. Und hier haben wir einer dieser dicken 26650er. Akkus drin mit einer Kapazität von 4000 mAh. Ich besitze hier noch einen weiteren Lumentop. Der hat 5000, sonst gleiche Werte. Ah ne, der hat 16,65 Wattstunden, der hat 18,5, ja. 3,7 Volt, 3,7 Volt, 4500, 5000, beides Flatheads. Das heißt, da könnte ich sogar standardmäßig dem Ding noch ein bisschen mehr Power verpassen, indem ich den 5000er einsetze und den 4500er als Ersatzstrom nehme. Man hört es schon, die Lampe hat vorne einen fixen Kontakt, keine Feder, hinten eine vergoldete Doppelfeder in der Endkappe. Auch hier wieder Dichtungsgummi. Sauber geschnitten, fest definierter Anschlag. Auch hier wieder die ganze Verarbeitung vom Gehäuse ist einwandfrei, sauber geschnitten. Hier die ganz feinen Rillen, hier die groben Rillen am Kopf, um die Wärme ein bisschen abzuführen, was wichtig ist. Denn 3600 Lumen, ja, das werden wir dann mal bei Nacht sehen, wenn wir ein bisschen länger laufen lassen, das dürfte ganz schön warm werden. Okay, Bedienung wieder äußerst einfach. An draufdrücken, Lampe geht an. Ach, wir machen mal ein bisschen schwächer. So. Auch hier wieder nur vier Modi, finde ich klasse. Low, Mid, Medium, High, Turbo. Wir starten bei der Lampe mit 20 Lumen. Ah, ne, hier 20 Lumen. Gehen in die 120 Lumen, gehen in die 650 und haben dann die 3600, aber nur für 90 Sekunden. Dann regelt sie auf 1200 runter. Und das ist gut so, denn ich denke, 3600 Lumen, da haben wir da ganz schön mit Wärme zu tun. Auch hier wieder das User Interface. Geht eben nicht zu Low, Middle, High, Turbo und dann wieder springt es runter zu Low, sondern es dimmt hoch und dimmt auch wieder runter. Turbo, dann geht es wieder auf
High, Mid, Low, Low, Medium, High, Turbo. Es geht also hoch und runter. Ja, ist okay. Macht ja eigentlich keinen großen Unterschied, ob sie normal durchschiftet oder hoch und runter geht. Sie arbeitet mit Memory, dann hast du sowieso den Modus drin, den du am sinnvollsten erachtest. Und wenn du dann drauf drückst, geht die Lampe auch wieder in dem Modus an. Also von daher kein Problem. Die Lampe wiegt mit diesem eingelegten großen Akku 222 Gramm. Man hat mit diesem Edelstahl Side Switch noch mehrere Funktionen. Ja, mal gucken, ob wir noch alle zusammenkriegen. Wenn die Lampe an ist und man macht einen Doppelklick drauf, hat man Strobe. Macht man wieder einen Doppelklick drauf, wenn man sie wieder zurückschalten kann, hat man SOS. Das heißt, die Lampe wechselt ab zwischen Strobe und SOS. Ist die Lampe aus, ist natürlich sinnvoll, SOS, wenn man schnell dahin will. Doppelklick, Strobe. Boah, ist das hell, alter Schwede. Da sind auch noch weitere Funktionen drin. Außenrum haben wir eine rote und grüne LEDs sind da verbaut. Wenn die Lampe am Micro-USB geladen wird, signalisiert sie eben den Ladefortschritt. Man hat aber auch noch die Möglichkeit, unterwegs den Akkustand abzufragen, indem man dreimal drückt. Sie blinkt 1, 2, 3, 3 Volt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,9 Volt. Hat also so noch eine Volt-Anzeige drin. Es gibt noch eine weitere Funktion, wenn man viermal klickt, 1, 2, 3, 4, blinkt sie in grün und das hier immer wieder in so Abständen. Das schaltet ihr zum Beispiel ein, wenn ihr dann eben nachts in eurem Zelt seid. Dann geht ihr in diesen Vierfachmodus. Die Lampe bleibt aus. Das ist eigentlich nichts anderes wie so ein Location Beacon Funktion. Das heißt, ihr findet im Dunkeln schnell eure Lampe. Das braucht ja keinen Strom. Ne? Diese LED, die hat, was ist das dann? Ein Lumen oder sowas Leistung? Da geht nicht viel. Die könnt ihr dann so irgendwo hinstellen oder hinlegen in eurem Zelt oder wo auch immer. Und ihr seht halt im Dunkeln, wenn ihr die Lampe braucht, sofort, wo sie ist. Das finde ich mal eine richtig sinnvolle Funktion. Wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, ich muss heute Nacht raus, aus welchem Grund auch immer. Und wenn du nur genau weißt, du musst nachts mal austreten, dann legst du die Lampe einfach, bevor du dich in deinen Schlafsack verkriechst oder wie auch immer, mit diesem eingeschalteten Modus irgendwo hin. Wenn du wach wirst, weißt du sofort, wo du sie greifen musst. Das finde ich mal eine richtig geile Funktion, dass man das hier so separat einschalten kann. Einmal klicken und dann ist sie sofort im letzten Modus, den du da eben hattest. Genial. So, was ich noch beim Spielen gefunden habe, was mich ein bisschen verwundert hat. Wenn sie ausgeschalten ist und man sie länger gedrückt hält, geht sie in so einen Blitzlichtmodus. Aber nur solange man das gedrückt hält. Also ich habe jetzt in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Aber die hat hier so einen Beacon-Modus. Wenn man los ist, ist wieder weg. Draufbleiben, so lange, bis das Ding irgendwann mal anfängt. Ja, geht nicht immer. Machen wieder aus. Nochmal draufbleiben. Zack. Fängt sie wieder an. Blitzlichtmodus. Aber nicht Strobe, sondern Beacon, ne? Keine Ahnung. Ist auch nicht sinnvoll, wenn man es halten muss, ne? Dann mach so SOS rein oder den Strobe. Ja gut, den Strobe ist zu heftig, aber wenn du irgendwie ein Problem hast, ne, dann machst du halt SOS rein und stellst das Ding aufs Autodach. Dann sieht man dich wahrscheinlich in Kilometer Entfernung, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, interessante Lampe mit einigen Funktionen, trotzdem einer einfachen Bedienung. Wenn du einfach nur Licht haben willst, dann stellst du sie halt einfach ein und wieder aus und gut ist. Zappst durch und stellst sie wieder aus. Was ich wirklich cool finde, 1, 2, 3, 4, der im Dunkeln Auffindmodus. Das finde ich wirklich cool. Ja, Freunde der Nacht. Preis der V-Torch. PR26 ist momentan so in deutschen Stores oder europäischen, je nachdem, wo man einkauft, so ca. 70 Euro. Finde ich okay für so ein kleines Kraftwerk mit bis zu 3600 Lumen. Schöne Cree
XHP 70 Orange Spielreflektor, klasse. Mit geliefertem Akku. Hier noch so ein OTG-Adapter, Lanyard. Noch ein Dichtungsgummi, USB, wieder eine vollständige Bedienungsanleitung. Da auch nochmal kurz was dazu. Und ein Holster wieder mit Druckknopf hinten. Kann man da mal schön reinklemmen. Ist schön mit links und rechts, ist so schön ein starkes Gummiband. Die verlierst du also auch nicht. Kannst du schön einen Rucksack machen oder an den Gürtel von Max. Also eigentlich auch wieder so ein Rundum-Sorglos-Paket. Nicht vergessen, vielleicht irgendwo raus in den Regen geht, macht die Gummikappe hier wieder drauf auf den Micro-USB. Sicher ist sicher. So, da kann nichts passieren. Oder eben noch vorne noch ein Edelstahlring. Passiert vielleicht auch nicht gleich was, wenn die vielleicht mal ein bisschen runterfällt irgendwo hin. Ja, wie gesagt, rundum sorglos Paket mit genügend Power, mit Akku und komplett Zubehör. 70 Euro finde ich. Kann man nicht meckern, kann man mit leben, aber wie auch bei den anderen Lampen gilt, schauen wir uns auf jeden Fall noch im Dunkeln an, was hier die XHP 70 in dem Reflektor so bringt. 32er Kopf. Was noch interessant war, ist, hat mir schon gefallen, als ich die Homepage der Firma angeguckt habe. Oftmals ist es ja, sehe ich bei so vielen chinesischen Firmen, also ich habe bis jetzt auf jeder chinesischen Webseite Fehler gefunden in Form von toten Links, von nicht ausgefüllten Webseiten, die halt einfach mal als Blankoseiten erstellt wurden, die man dann nie fertig ausgefüllt hat. Na, schön ist immer, manchmal gibt es eine Impressumseite, gehst du drauf, ist leer. Oder kommt sowas mit Inhalt, folgt bald. Nach 10 Jahren guckst du wieder drauf, sieht immer noch gleich aus. Manchmal sind sie tierisch langsam. Was mir da schon aufgefallen ist, die VTouch Homepage ist wirklich komplett ausgefüllt mit wirklich allen Informationen und selbst ihre Zertifikate und Patentsanmeldungen sind online zu finden. Und da wird selbst auf so kleine Details geachtet, ist mir hier aufgefallen. Da haben sie was gedruckt über den Lieferumfang, was aber nicht alles mit dabei ist. Und zwar hier steht noch, hat man aber wahrscheinlich beim Drucken nicht aufgepasst, da stand mal noch ein Removable Pocket Clip und hier noch End Cap, nee, End, was End, Snap Cap oder irgendwas. Auf jeden Fall war das falsch. Das habe ich noch nie gesehen, dass irgendein Hersteller seine händisch seine Bedienungsanleitung nachbessert, wenn er einen Fehler findet. Aber hier wurde wirklich mit Tippex den nicht mitgelieferten Pocket Clip und diese, ich kann es nicht genau erkennen, was das heißt, End Snap Cap oder sowas, ist ja auch egal, hat man mit Tippex entfernt, damit es wieder stimmt. Also die geben sich wirklich Mühe. Ich meine, den möchte ich nicht sein, der hier hunderte nochmal auspacken darf und darf hier einen Fehler korrigieren. Aber die machen es immerhin, ne? Die geben sich Mühe. So was habe ich noch nie gesehen, ne? Dass hier jemand händisch Bedienungsanleitungen nachbessert. Gut, dass der Fehler schon da reingekommen ist. Oder vielleicht war es ja so geplant und nachher hat man diese Accessoires doch nicht mit dazugelegt. Wie auch immer. Aber man versucht hier möglichst ein gutes Produkt abzuliefern. Und wie gut das im Dunkeln leuchtet, das werden wir natürlich in Teil 2 vom VTorch Video P26R sehen. Hier Größenvergleich zu anderen VTorch. Ja, die ist da schon noch ein bisschen länger, dafür schlanker. Dafür haben wir hier ordentlicher Kraftzwerg. Da bin ich ja mal gespannt, wie die beiden Lampen sich im Dunkeln schlagen. Hier hocheffiziente XPL mit einem stärkeren Akku, obwohl schlanker, ne? Oder halt hier XHP 70, das sind halt schon die fetten Klopper. Bin mal gespannt auf die Ausleuchtung. Ja, wir können hier gerade mal die beiden Akkus nebeneinander halten. Ja, das ist schon Brocken. Wenn man dann hier sieht, der mitgeliefert, der hat 4500. Ja, da hätten sie aber auch können vielleicht einen 5000er draus machen. Ne? Wäre natürlich schon cool gewesen. Boah, das Gewinde ist ewig lang. Klar, muss natürlich auch unterschiedlich lange Akkus beherbergen. Und dann hier aber der Akku, das ist natürlich schon cool. Er ist zwar ein bisschen länger, aber dafür um einiges dünner. Hat hier 5000 mAh. Man sieht ja wirklich, was für unterschiedliche Lampen dann möglich sind. Wenn ich mir da vorstelle, da kann man mit Sicherheit ein geiles Teil bauen mit so einem Akku. Eben nicht mit größerem Kopf, sondern mit Kopf, der wirklich in Body-Durchmesser weitergeführt wird. Da könntest du wirklich super kompakte, starke Lampen bauen, wenn du dann nicht brutal übertreibst mit den Lumen.
Ich meine, so eine XPL, die kannst du auch schön nur bis 900 betreiben und gut wär's. Das ist so richtig geile lange Laufzeit und auf jeden Fall kein Thermoproblem. Ja, interessante Lampen hier schon mal auf dem Tisch, aber wie gesagt, wirklich interessant wird es erst im Wald und das schauen wir uns dann mal natürlich in den nächsten beiden Videos etwas genauer an. Okay, Freunde, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Schreibt doch mal drunter, was ihr von der neuen Marke haltet. VTorch. Ich muss sagen, ich bin erster Eindruck positiv überrascht. Ich glaube, die Jungs wissen, was sie da machen. Aber wie gesagt, wir treffen uns im dunklen Wald. Und dann schauen wir, wie es aussieht. Okay, Freunde. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Hibbidi, macht's gut. Immer schön Taschenlämpchen einstecken. Ne? Jetzt kommt bald wieder so die dunkle Jahreszeit. Da kann man sowas abends dann schon mal ganz gut gebrauchen. Okay, Freunde. Bye, bye. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Hibbidi.